willkommen zu diesem neuen Video. Die Kamera ist ein bisschen sehr nah heute. Ich habe mir gedacht, da so ein OPC, das steht ja für Opel Performance Center. Und die sind ab Werk schon relativ schnell. Man muss auch ein bisschen wieder mal das Baujahr in Betracht ziehen. Aber ich habe mir gedacht, man kann ja auch mal versuchen, Fahrdynamik rauszukitzeln. Also, dass man in Kurven und auch geradeaus ein bisschen schneller wird. Für genau 0 Euro. Und deswegen habe ich da mal ein bisschen rumgebastelt und habe den mal so ein bisschen leer geräumt. Also ich habe die Anlage fast komplett rausgeworfen. Also vorne die Lautsprecher laufen noch über eine Endstufe. Aber selbst da bin ich am Überlegen, ob das vielleicht gar nicht mehr sein muss. Ne? Weil hinten die Endstufe sind 3 Kilo. Die Kabel, die dann rauskommen. Was schätzt du? Was da noch drin liegt? Nochmal 3? Für die Endstufe die Kabel weniger. Oder sagen wir mal nicht 6 insgesamt, sondern 5 Kilo. Ich glaube, das kriegt man hin, wenn man überlegt, was da so ein Brettchen schon wiegt. dann bin ich hingegangen und habe von der großen Batterie da vorne, das war eine 71 Amperestunden Batterie, die weiß ich nicht, was sie wiegt, aber können wir gleich gucken. Eine Batterie kennt doch jeder, also von daher. Ja, die sind scheiß schwer. Da sind jetzt nur noch 20 Amperestunden drin mit AGM-Technik. Das heißt, die darf liegend verbaut werden, habe ich extra nachgefragt. Ich war mir nämlich selber unsicher in dem Moment. Starten funktioniert prinzipiell ganz gut, nur mehrfach hintereinander direkt. Also so 3-4 Mal, das geht. In letzter Zeit haben wir das mit 2 Rädern im Hintergrund, ne? Ja. Ich blende eben was ein, was ich da hinten in der Ecke noch stehen habe. Da könnt ihr dann sagen, ob ihr da auch mal kurz Bock drauf hättet. So 1-2 Videos oder sowas, weil da muss ich auch ein bisschen was dran machen. Ja, auf jeden Fall die Batterie wiegt laut Herstellerangabe nur noch 3 Kilo. Und ich schätze die mal so auf 24 oder sowas, also das dürfte schon... Also sind günstige Kilos. Also ich weiß, was da gerade fährt. Das hört sich ein bisschen zu schnell an. Ich glaube nicht, dass das ist, dass die fährt. Doch. Wir gucken mal eben. So, sind wir wieder da. War lustig. Man kann natürlich immer ganz groß drüber spekulieren, wie viel was wiegt. Und deswegen habe ich einfach mal meine Waage mitgebracht. Und dann seht ihr auch schon, was ich auch noch rausgeschmissen habe. Und zwar die ganze Dämmung. Und die Rücksitzbank halt und die Musikanlage. Also da ist schon eine ganze Menge raus. Und deswegen würde ich jetzt sagen, wiegen wir die ganze Chose einfach mal durch. Ich gucke eben, was ich wiege und dann rechnen wir das aus. Ich wiege jetzt mal erstmal das, was man bei einem Serienauto rausschmeißen kann. Soll ich damit drauf gehen, aufs Gewicht? Kannst du machen. Ich würde sagen, die Daten werden dann jeweils immer eingeblendet. Nee, ich würde es ja selber ausgerechnet haben. Haben wir irgendwo einen Zettel? Was Papierartiges? Ein Stück Pappe oder sowas? Nee. Professionell so ein Flipchart irgendwo hinstellen. Ich habe mal eben einfach ganz unprofessionell ein Stück Pappe besorgt. Wir schreiben mal eben die ganzen Gewichte auf. Und die breite Seite der Rückenlehne, das waren 111,7. So, 7. Haut wohl hin. Und dann rechne ich das nachher eben alles aus. Und dann sage ich euch, was wir an Gewicht gespart haben. Und deswegen auch einfach direkt weiter. Der kleinen Hälfte. 105,5. Ich bin mal gespannt, ob nachher so richtig fuchsige Leute dabei sind. Die, obwohl Einzelgewichte, ja. Ja, Einzelgewichte hat man denn. 105,5, ne? Ja. So, das sind 105,5 Kilo. Mit der Hutablage steinigt mich nicht, aber das ist nur eine Personenwaage, so genau ist sie nicht.
Ich lasse mal die drei Anschnaller. Also, kannst du ja auch mal kurz einen in die Hand nehmen. Das ist ja einzeln, ist das gar nichts. Das wird sich nicht anzeigen. Genauso wie die hinteren Fußmatten, Hutablage und hier so ein Isofix-Halter. Die anderen zwei sind leider eingeschweißt. Eigentlich hätte ich die Sitzbank direkt mitnehmen können. 2,1. Ja. Die Sitzfläche. Ich sag, können wir mal eben schätzen, die ist, also die wiegt wirklich nicht viel. Das waren 102,1. Ich sag, das hier ist 101,2. Okay, krass. 103,2. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass Schaumstoff schwerer ist als Hutablage mit ein bisschen Stahl dabei, ne? Ja, doch. Meinst du? Ja. Nein. So. 103,2. Und jetzt rechne ich eben aus, was das insgesamt war, an Ersparnis. Wobei, sollen wir es einfach sagen? Oder sollen wir da ein Spielchen rausmachen, um zu gucken, ob die Leute das... Können wir ein Spielchen, Ratespielchen rausmachen? Ja, yeah. Also. Okay, ich rechne das eben aus. Und dann... könnt ihr einfach mitraten? Wie viel ich wiege mit den Klamotten, die ich gerade anhab. Das sind 5,5. So, plus 4,4, plus 17,8, plus 14 sind, oha, 41,7 Kilogramm, die wir gespart haben. So, und jetzt kannst du mit der Kamera mal eben draufhalten, so dass man es richtig lesen kann, auch auf dem Handybildschirm, sehr schön gerade drauf. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei auszurechnen von meinem Gewicht. Und dann werdet ihr herausfinden, dass auch da Gewicht eingespart werden kann. Super, ne? So, und jetzt haben wir durch Weglassen der Rücksitzbank. Ich habe den Teppich vergessen. Kleinen Moment. Okay. Das kann man im Kopf rechnen. Das ist jetzt nicht schwierig. Ich korrigiere diese Zahl einfach. Ohne die Gewichte davon jetzt noch wieder aufzuschreiben. Wir haben jetzt durch einfach hinten Leerräumen, Seitenteile noch drin lassen, haben wir 44,7 Kilo, also fast 45 Kilo gespart. Das ist eigentlich, ja, das ist mehr als zwischen vollen und leeren Tank. Weil Benzin wiegt ja weniger als Wasser. Das, also 55 Liter Tank wären ja mit Wasser 55 Kilo. Und ich glaube, als Sprit müssten, wenn ich es irgendwo richtig gesehen habe, sind es 38 Kilo Sprit. Irgendwie sowas. Will mich nicht ganz drauf festlegen. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal eine gesamte Tankfüllung an Gewicht gespart. Ich selber habe aber noch sehr viel mehr gespart, weil ich halt das ganze Anlagenzeug rausgeschmissen habe. Und bei dem Zeug hier bin ich mal gespannt, weil ich habe halt über Jahre immer mal wieder einfach nur was da reingeklatscht, dann mal dünne Matten wieder raus, dann dicke wieder rein. Also ein Scheiß. Und dann habe ich irgendwann so Kaltschrauben gehabt, habe ich auch mal ein Video gemacht. Wurde halt nicht viel geguckt. Verlinke ich jetzt einfach mal. Ist, glaube ich, relativ zu Anfang gewesen. Auch, also war der Wagen gerade zusammengebaut und fuhr so. Und dann habe ich gedacht, du kannst jetzt auch wieder Musik machen. Jetzt habe ich es wieder rausgeschmissen. Ziemlich genau ein Jahr später. Wie macht man das? Das kannst du nämlich... Boah, das ist so scharfkantig, das Zeug. Das ist unglaublich. Ich brauche einen
Behältnis. Ein Müllsack. Ich schnapp mir einen Müllsack. So, ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, dass das Gewicht vom Müllsack dazu kommt, aber das tippe ich mal auf 50 bis 100 Gramm. Ja. Also so viel Toleranz hat die Waage. Die hat 100 Gramm Schritte, also so super genau ist das nicht. Aber ich bin jetzt wirklich gespannt, was ich an Dämmung drin hatte. Ne? Also für euch, das kommt aus den Türen und den Seitenteilen hinten. Da war alles gedämmt, doppellagig, Innen- und Außenblech. Deswegen ist das auch so eine Menge. Okay, ich habe mit mehr gerechnet. Mein Gott, ich kann nicht mal ruhig stehen bleiben. Ja, 110,5 Kilo. Okay. Schreibe ich direkt auf. 110,5. So, dann ein Brett habe ich gerade testweise gewogen, um zu gucken, ob die Waage da überhaupt richtig anschlägt, weil manchmal muss man ja irgendwie 20 Kilo dazu packen, dass sie überhaupt mehr anzeigt. Wobei die eigentlich 100 Gramm Schritte macht, ne? Ja. Das heißt, alle 100 Gramm werden angezeigt. 104,9. Ja. 100,4. Okay. 104. Das ist halt einfach nur ein Brett. Aber ist halt auch Gewicht, ne? Und jetzt mache ich mal irgendwie so ein bisschen Kabel. Ich glaube auch gar nicht, dass das alle waren. Da. Und zwei Lautsprecher. Die zwei Schrauben lassen wir mal weg, die sind gerade runtergefallen. Die Lautsprecher, die sind tatsächlich kaputt gewesen. Da habe ich mal nicht ganz genau hingehört. Einer ist durchgebrannt, der andere hat 6 Jahre keinen Ton von sich gegeben. Uiuiui. 104,8. Aber zweimal fast dasselbe Gewicht. Also das Brett und die Kabel liegt das gleiche. Fast. Was das doch schon an Gewicht ausmacht. Ja, krass. So ein paar Strippen. Und ich glaube, das waren noch nicht mal alle. So. 104,8. Bevor ich es vergesse, die Batterie. Ich werde wissen, was der Bogen hat. Bei der können wir jetzt Rätselrad machen. Die stellen wir so lose drauf. Ich sag 21,7 Kilo. Wolltest du auch einmal? Ich sag mal so 20,5 Kilo. 20,5 zu 21,7, ne? Null. Okay. Nee, das kann ich. Das schon eher. Die ist nicht so schwer wie gedacht. Holy shit. So, und jetzt für mich sehr anstrengend. Ich wiege dieses Brett mal mit, ne? So ein Lautsprechergehäuse habe ich nämlich niemals dünnwandig gebaut, sondern immer sehr massiv. Ist auch der höchste Wert jetzt. Komm, Waage. 24,8 Kilo wiegt das. Das ist die Hälfte von dem ganzen Krempel. Leck mich am Arsch.
Nee, ist sogar mehr als die Hälfte. Es ist mehr als die Hälfte. Alter. Das kann. Die Sitzausstattung, der Teppich ist die Hälfte, knapp die Hälfte davon. Ja. Was hatte ich jetzt gesagt? 24,8. 24,8. 24,8. Also ich glaube, dass dieses Festhalten oben, also ich habe da nur leicht gegengedrückt, sieht man ja wahrscheinlich, dass es nicht umfällt. Ich glaube nicht, dass das großartig variiert. Plus, minus ein paar Gramm vielleicht. Aber sonst würde ich sagen, ist das völlig in Ordnung. So, ich rechne eben wieder aus. 10,5. Rechnen wir mal eben zusammen. Also 15,5 plus 24,8 plus 7,1 plus 2,7 plus 7,2 plus 12,8. Und ich gucke jetzt nicht hin, da stehen noch die 12,8. Und da steht, glaube ich, jetzt eine relativ gute Zahl, ne? Ja. Höher als das? Sehr viel höher. Echt? 70,1 Kilo. Okay, also Musikanlage rausschmeißen bringt in meinem Fall mit Dämmung alles wegmachen. 70,1 Kilo. Ich habe natürlich alle Kabel, die nicht mehr gebraucht werden. Ich hatte 6-Kanal-Audio-Cinch-Kabel da drin liegen und sogar 1-Kanal-Videokabel, weil ich gedacht habe, ich baue immer mal so eine Rückfahrkamera da rein. Selbst das ist alles raus. Ne? Also 4 Kanäle Audio-Cinch, 1-Kanal-Video-Cinch. Vorne zu den Türen ging 2-mal Lautsprecherkabel, da liegt jetzt nur noch 1-mal. Warte, ging 2-mal hin? Ja, vorne nach vorne ging 2-mal. Hinten zu den Seitenteilen ging 1-mal. Das sind natürlich, sind das teilweise echt kurze Endchen. Aber die Summe macht's halt. Ja, aber 70,1 jetzt noch plus 44,7. Das sind 114,8 Kilo, die ich auf der Hinterachse gespart habe. Deswegen. Wobei, da kommt doch noch ein bisschen was zu. Was denn? Die Endstufe. So, hier ist die Endstufe, komm mal nach vorne. So, ich habe hier, das war nicht verbaut, so ein Versicherungshalter. Relais-Verteilerblöcke, das Ding war auf dem Pluspol, dass ich da einfach die dicken Kabel reinkriege. Und halt diese Endstufe. Als Artikelnummer schreiben die da Dollar 43 irgendwas hin. 43 Dollar ist Artikelnummer. Ja. Sollen wir es auch noch wiegen? Ich weiß gerade nicht wie. Ich halte alles fest. Ist gar kein Problem. Für euch mache ich das gerne. So, geht das aber. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee. Das dürfte es eigentlich gewesen sein. Ja, Batteriegewicht hatten wir, ne? Das waren diese 24. Nee. Doch. War drin, ne? Batterie war die 15,5. Die scheiß Batterie ist leichter, als ich gedacht habe. Ich auch. Ich habe echt mit über 20 gerechnet. So, 101,0 Kopf rechnen, du bist gut. 101 Kilo. 3,3. Na, 3,3. Oder? Nee. Mathematik, immer Mathematik. Doch, 3,3. 3,3 Kilo nochmal dazu. Das heißt, wir sind bei, was hatte ich jetzt? 100. Scheiße. Ich bin heute nicht so gut da drin. Wer ist noch am Handy? Ich hoffe. 114,8 plus 3,3. So, 118,1 Kilo. Ja, das ist auch der Grund, warum sich der Wagen so viel anders fährt. Na, jetzt, der Stabi kam relativ zeitgleich, muss man zur Verteidigung sagen. Also ich habe einen Nachmittag den Stabi eingebaut mit einem Kollegen. Könnt ihr das Video gerne reingucken. Und abends habe ich, glaube ich, angefangen, das alles auszubauen. Irgendwie sowas war das. Hast du nicht vorher schon angefangen auszubauen, dann mal den Stabi einen Tag eingebaut und dann wieder angefangen weiter auszubauen? Irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das hat sich ein bisschen überschlagen und ich habe den Wagen zwischen Stabi einbauen und Innenraum leer machen nicht viel gefahren. Und wenn es nur einmal durch den Ort war, aber da,
da merkst du nicht viel. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, wenn man jetzt hier nochmal reinfilmt, hier ist halt jetzt alles ungedämmtes Blech. Das ist schon eine ganze Ecke lauter. Also wir waren gestern noch in Meppen, ne? Und auf dem Hinweg, also das ist schon anders auf mal. Jetzt könnte man natürlich sagen, so ja, einfach Leerräumen ist ja die eine Sache. Ihr könnt mir mal eben Empfehlungen aussprechen, was für einen Bügel oder sowas man da reinstellen kann, der auch nicht einfach nur toll aussieht, sondern theoretisch auch was bringt. Weil da gibt es einen leichten Plan. Nein, ich werde damit nicht auf Rennstrecke fahren. Nicht bewusst. Jetzt so, dass ich da regelmäßig nur noch Rennstrecke fahre. Aber in weiser Voraussicht nehme ich gerne Sachen, die auch wirklich was taugen. Ne? Also, nee, kein Alubügel. Genau, kein Alubügel, kein Bambus und Scheiß aus Rohr. Habe ich auch schon gesehen. Ja, ich auch. Diese grauen HT-Rohre. Nennen die sich HT-Rohre? Können die Klempner am Einbahn proben. Ja. Gut. Ist eine ganze Menge Gewicht. Und nächste Woche im Video geht es tatsächlich nochmal so halb in den Innenraum weiter, würde ich sagen. Aber auch ein bisschen was vorne, weil da gibt es so eine leichte Problematik, die ich damit hoffe, in den Griff zu kriegen. Und deswegen, bis nächsten Samstag. Ciao.